Was geht's so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und Blattgrün hier bei Crash 4389. Und es ist richtig, wir befinden uns wieder vor dem Eingang des Felstunnels. Aus dem Grunde ja, weil heute in diesem Part werden wir versuchen, unseren allerersten Legi zu fangen. Ich weiß nicht, ob wir dafür genügend Pokébälle haben, aber ich habe auch mein Team ein bisschen trainiert, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist mein Team natürlich wieder ein bisschen trainiert. Auch Tishiro kann nur mit den anderen mithalten mit über Level 41. Ganz gute Werte. Richtiger Allround, aber trotzdem gegen den Legi, gegen den wir antreten werden, hat keine Chance. Einzige, mit der mithalten kann, wäre Hunger Games und XXX Dragon. Brauchen ohnehin Donnerwelle erstmals. Und dann sollten wir mit Hunger Games das Pokémon schwächen. Ja, wir wissen es. Wir befinden uns nämlich kurz vor dem Kraftwerk und dort werden wir uns Zapdos krallen. Doch zuerst mal müssen wir diesen Forscher hier überwinden. Bist du auch ein Pokémaniac? Maniac ist das. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Kein Interesse, Kumpel. Und für die letzten Parts möchte ich mich natürlich auch entschuldigen, dass jetzt mein Kombi so unter aller Sau war. Ich war ja schon ziemlich müde und ich wusste jetzt nicht mehr, was ich genau sagen sollte, bla bla bla. Ich bin halt... Wie soll ich sagen? Ich war dann schon ziemlich neben der Spur. Aber jetzt geht's mir schon etwas besser. Ich habe wieder etwas bessere Konzentration, da ich ja am letzten Tag jetzt noch diesen und den nächsten Part aufnehmen werde, bevor ich dann wieder für die Woche Schluss mache, denn am nächsten Tag geht's ja wieder in die Arbeit. Oh ja. Dafür aber an die letzte Arbeitswoche, bevor dann eine Woche Urlaub startet. Und das Beste, das darauffolgende Wochenende, bevor dann zwei Wochen Urlaub startet, wollte ich sagen. Und das Beste in der ersten ganzen Woche, werdet ihr auch Videos von mir sehen. Möglich sogar noch ein neues Projekt dazwischen. Könnte sein, weil das ist eh schon vor Ewigkeiten aufgenommen worden. Ich müsste jetzt nur noch die Thumbnails dafür vorbereiten, denn wie ihr jetzt bereits wisst, von einigen meiner Videos, beziehungsweise diejenigen, die nicht nur Pokémon geguckt haben bei mir, die wissen es jetzt, oder zumindest auf die Upvox geguckt haben, ich kann jetzt auch Thumbnails, benutzerdefinierte Thumbnails verwenden. Aber nicht aus dem Grunde, weil ich Partner bin, weil ich habe schon gesagt, dass ich nicht Partner werden möchte. Naja, macht nichts. Zu Hause habe ich noch mehr seltene Pokémon. Ja, ja, viel Spaß mit denen. Okay, da sind wir schon im Kraftwerk. Und da leben ja auch einige starke Elektro-Pokémon. Okay, was ich anfangs sagen wollte, ich habe erst vor kurzem nämlich entdeckt, wie ich vielleicht schon in den letzten Parts erwähnt habe, dass ich jetzt schon benutzerdefinierte Thumbnails verwenden kann. Ohne Partnerschaft. Ich muss gar nicht Monetarisierung aktivieren, gar nichts. Ich weiß nicht warum, ich bin noch kein Partner. Wie geht das? Tatsächlich, benutzerdefinierte Thumbnails. Natürlich auch auf Videos, welche Content-ID-Treffer beinhalten, weil solange ich ja mit den Videos nicht irgendwie Geld verdiene, passiert auch nichts, weil das sind ja nur Content-ID-Treffer. Zu Strikes werden sie dann wohl erst, wenn man Geld damit verdient. Alter Schwede, was geht denn mit den Magnetiro ab? Das wirft nur mit starken Attacken um sich. Zuerst noch Paralyse und dann noch Verwirrung. Ah, danke schön. Und danke nochmals. Was? Achso, ich dachte, es würde seine Paralyse jetzt heilen. Mann, komm jetzt. Aber Moment, wieso setze ich Windhose an? Ich wollte Donnerwelle, scheiße. Ja. Verdammt. Ich wollte eigentlich das Magnetilo fangen. Soll ich mich kurz aus dem Konzept bringen lassen. Na schön, der nächste Versuch, da ist eh noch ein weiteres Magnetilo, aber das ist noch schwächer. Holy shit, Mann. Hoffentlich überlebt es trotzdem noch. Ich hoffe, es halt auch bald die Paralyse, weil, wie wir alle wissen, hat der Dragonier die Fähigkeit. Na, genau die. Die kann ich irgendwie nicht aussprechen. Sich selbst zu heilen halt. Wir haben ja auch schon den Meisterball im letzten Part in der Surf Cove bekommen vom Präsidenten, nachdem wir endlich
dass Team Rocket endgültig gebeischt haben und die werden wir jetzt so schnell in Kanto nicht mehr wiedersehen. Der Einzige, den wir wiedersehen werden, wird Giovanni sein. Magnetilo, das Magnet-Pokémon. Es bewegt sich schwebend, seine Magnete an den Seiten entlang entladen eine Donnerwelle nach der nächsten. So, jetzt habe ich einen kurzen Lesefehler wieder gehabt. Okay. Welchen Namen gibt es dieses Mal für dich? Ich habe leider jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich nehme denjenigen, der sich vor kurzem jetzt gemeldet hat. Ich muss demnächst auch mal wieder gucken, weil wir gehen langsam die Namen aus und ich müsste dann wieder aktualisieren, sprich die frischen bisher noch, Jonas, genau, Jonas. Ich müsste dazwischen noch mal nachgucken, ob ich, welche Namen ich ja noch nicht alle genommen habe, weil meine Liste müsste ich irgendwie aktuell sehen. Ich habe schon vieles jetzt durchgestrichen, was ich schon hatte, weil das habe ich ja irgendwie vernachlässigt. Ich bin da irgendwie ein bisschen zu faul oder ich vergesse das immer, weil das kann auch eine Weile dauern, bis dass man das, wie sagt man? Ja, eigentlich dauert das ja nicht so lange. Man muss ja nur hier bei seinem PC gucken, welche Namen man schon hat. Und dann sollte man natürlich seine Kommentare bei seinen letzten Videos durchgucken, welche Namen man noch nicht hatte. Ist eigentlich nicht so schwer, aber ich bin da trotzdem ein bisschen faul, weil ich halte ja nichts von Spitznamen. Das habe ich ja schon gesagt, ich bin kein Freund davon. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich das in Pokémon X und Y regeln werde. Aber mal gucken. Ah, da ist der Thunderstone. Okay, und hier ist wahrscheinlich ein Voltoball oder ein Elektroball, weil das, glaube ich, gab es auch in Krafttech, diese falschen Pokebälle. Dieses Voltoball oder Elektroball. Das kam ja, glaube ich, hier schon vor. Aha, das klingt doch ganz nach einem einem Elektroball. Und was für ein Kaliber. Ich hoffe, Donnerwelle trifft. Ach du! Du wirst mich wohl verarschen, oder? Sehr witzig, Mann. Sehr, sehr witzig. Boah, ich hätte dazwischen speichern oder ein Safe State mal setzen sollen. Na toll. Dragonier hat es wieder mal hinter sich. Tch. Kommt er gleich mit Finale? Warum auch nicht? Hat eh nichts Besseres zu tun. Mich etwas mit der Initiative meiner Pokémon los ist. Ich meine, jetzt sind wir gegen Zapdos generell underleveled, aber mit Rizeros müsste es trotzdem hinzubekommen sein, weil Flugattacken sind nicht dagegen effektiv, es hat eine sehr hohe physische Verteidigung, weil Zapdos beherrscht bestimmt schon solche Attacken wie Bohrschnabel. Und wenn es mit Elektro-Attacken kommen will, dann, ja, dann wehrt Rizeros natürlich die Attacke ab. Ich weiß, es gab ja mal ein Anime, was eigentlich auch nicht ganz gepasst hat. In der Anime hatte er zum Beispiel Pyro, der Arenaleiter. Natürlich, der ist ja auch unser nächstes Ziel. Hatte er zum Beispiel auch einen Rizeros in seinem Team. Und wenn Pikachu, Electek, geil. Wäre auch ein gutes Teammitglied, aber als Elevoltek würde es wohl viel mehr bringen. Und das sind schon die Levels eindeutig höher. Was ich dann nämlich in Anime mal gesehen habe. Es geht da darum, Pyro hat ja auch einen Rizeros, obwohl er eigentlich grundsätzlich Feuer-Pokémon verwendet. Und ja, als dann Pikachu zum Einsatz kam, ist es tatsächlich so dazu gekommen, dass Pikachu mit einem Donnerblitz gegen Rizeros gewinnt, obwohl es ein Bodentyp ist, aber auch nur, weil es das Horn angegriffen hat, welches irgendwie anscheinend als Blitzableiter arbeitet und dann die Elektrizität direkt in seinen Körper reinfließt. Obwohl, das ergibt für mich keinen Sinn, weil in der dritten Generation, oder ja, ich glaube, das war in der dritten Generation, ich erinnere mich schon, seit der dritten Gen, in Doppelkämpfen, wenn man Rizeros einsetzt, hat es eine bestimmte Fähigkeit, mit der es Elektroattacken für den Partner mit seinem Horn über Blitzerblätter abfängt. Und da wirkt aber die Attacke nicht. Es ist ja auch irgendwie sinnvoll, finde ich nicht.
was ich auch sinnvoll ist, finde, warum will dieses beknackte Elevoltik, wollte ich schon wieder sagen. Mann, ich hab dieses Pokémon ja auch in der vierten Gen verwendet. Warum will dieses Elektrik nicht den Ball landen? Bleib doch endlich mal drin, ist das klar? Mann. Ich will keine Hyperbälle für dich verbraten. Mann, jetzt gib doch mal Ruhe, ey. Boah. Du nervst ja voll. Alter. Na endlich, jetzt hab ich's mal. Was für ein hartnäckiger Bursche, ey. Elektrik, das Elektro-Pokémon. Es konsumiert am liebsten Elektrizität. Gelegentlich sieht man es in der Nähe von Kraftwerken. Oder in Kraftwerken. So, der nächste Spitzname. Boah, das wird wieder heftig. Ich habe kaum noch Namen, ey. Ah, da habe ich ja noch jemanden. Cyrusen LP. Schauen wir mal, ob sich das überhaupt ausgeht. Geht sich tatsächlich aus? LP. Ja, beides groß. Cyrusen LP, du bist jetzt ein Elektrik. Cool, oder? Gut, dann streiche ich dich auch mal aus der Liste. Hört ihr wahrscheinlich gerade. Jetzt habe ich nur noch drei Namen übrig. Wenn ich mich nicht vertan habe beim Aktualisieren. So, jetzt gucken wir uns hier mal weiter um. Was gibt's denn hier noch Feines? Also, einen Elektroball könnten wir auch noch fangen. Vielleicht sogar Magneton. Obwohl, ich meine, so viele Pokémon brauchen wir auch nicht unbedingt jetzt gerade. Weil wir können natürlich sehr viele dazwischen fangen. Das ist wohl klar. Besonders ja, da noch so einige Orte, wie zum Beispiel jetzt dann noch die Seeschauminseln. Da kommen noch einige Wasser-Pokémon, Wasser- und Eis-Pokémon, genau. Und dann noch die Zinnoberinsel, die alte Villa. Oh, wir sind schon bei Zapdos, oder wie? Hä? Moment mal, wo ist Zapdos? Jetzt habe ich da, glaube ich, mich mal verguckt, oder wie? Ach, da ist es. Aber wir haben noch einen gewissen Weg übersehen. Also wenn jetzt keine neuen Pokémon in den nächsten 5 Pokémon kommen, werde ich jetzt Schutz einsetzen, weil irgendwie geht mir das schon auf den Senkel. Weil ich will jetzt nochmal zurück und gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe, weil das ist ja auch ein komplexes Labyrinth. Es hat sich ja der Weg dazwischen gespalten und ich bin ja schon den richtigen Weg zu Zapdos gegangen. So, das ist jetzt das zweite. Wenn man läuft, dann tauchen eigentlich die Pokémon häufiger auf, heißt es. Magnetilo hatten wir auch schon. Ich glaube, wir brauchen ja auch mindestens 60 Pokémon. Ich glaube, das schaffen wir eh bis zum Schluss. Vor allem, wenn sich noch einige meiner Pokémon entwickeln, um dann den nationalen Pokédex zu bekommen. Aber den bekommen wir eh wahrscheinlich sowieso nach der Top 4. Sonst können wir ja auch nicht die Pokémon aus Johto und Höhlen fangen, die man dann auf den Islands findet, weil wir wissen es ja, bei den Remakes Pokémon Feuerrot und Blattgrün zu Rot, Blau und Gelb gibt es ja exklusiv diese Islands. Die ersten Islands findet man ja sogar schon noch vor der Arena von Fatania City. Also wenn man die Sinnoh-Insel betritt. Aber das werdet ihr alles noch sehen, ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern, weil ich habe, glaube ich, eh schon zu viel verraten. Obwohl, Spoilern kann ich das nicht betrachten, weil dieses Spiel ist da wirklich schon alt. Es haben schon so viele das gesehen und gespielt, dass sie schon eigentlich den Ablauf kennen müssten. Und ich ja eigentlich auch nur, habe ich da auch bei so einer einfachen Stelle, wie zum Beispiel mit dem Türöffner, boah, ich möchte gar nicht zurückdenken, wie ich da gefailt habe, Mann. Boah. Ihr müsst euch aber auch noch bedenken, dass ihr jetzt euch doch auch ein bisschen mit für die Thumbnail-Skill von Pokémon Feuerrot und Blattgrün auch noch gedulden müsst, weil ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt so weit kommt. Und ich habe eigentlich schon solche Bearbeitungsprogramme. Donner! Geil! Geiler Scheiß, Mann! Diese Attacke kann ich gut gebrauchen. Die ist zwar nicht so treffsicher, aber wow, what? Das glaubst du wohl nicht selbst. Die Rizeros kann eine Elektroattacke?
Also ich weiß, dass er Surfer lernen kann, aber das ist krass. Aber ich glaube, das werde ich lieber Toshiro beibringen. Damit es auch gegen die Flug-Pokémon bist. Naja, eigentlich kann es ja schon gegen die Flug-Pokémon was ausrichten, weil es beherrscht, es hat ja schon so ab Level 35, glaube ich, oder höher Eisstrahl erlernt. Und jetzt vergessen wir mal den Body Slam. Den Regentanz kann ich auch noch da lassen, für alle Fälle. Aber wenn ich erstmal wieder die Psychokinese bekomme, dann lehre ich ihm auch Psychokinese. Oder noch besser Spukball, weil ich habe ja schon ein Psycho-Pokémon. Spukball wäre erst recht geil, weil dann könnte ich auch gegen Psycho-Pokémon damit bestehen. So, vergessen wir mal Body Slam und tun Donner rein. Boah, damit rocken wir ganz schön. Gell, Toshiro? Ich habe aber auch damit gerechnet, dass Lapras eigentlich weiblich sein müsste. Aber dieses Pokémon war zum Glück männlich, da hast du auch nochmal Glück gehabt. Ich möchte mal wissen, was du schon dazu sagst, weil bevor der Part hochgeladen wird, in dem ich Lapras besitze, habe ich ja diesen ja schon längst aufgenommen. Ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, also die werde ich mir auf jeden Fall dann ansehen, sobald der Part hochgeladen ist, in dem ich dann Lapras ins Team aufnehme. Indem ich Lapras ins Team aufgenommen habe, besser gesagt, weil... Ja, hier ist es so. Ich glaube... Oh. Oh je, da hätte ich speichern müssen. Ach, Moment, ich kann ja Save staten, aber... Dummerweise weiß ich nicht, wie ich das in eine Abkürzungstaste legen soll. Also wird jetzt kurz wahrscheinlich das Bild stillstehen. Achtung. So, das Date ist gesetzt. Und wir können... weitermachen. Ich meine, wenn ich das jetzt mit Camtasia aufnehmen würde, dann würde man das jetzt auch sehen, wenn ich das jetzt praktisch, wenn ich da jetzt, jetzt komme ich nicht drauf, was ich da sagen wollte. Also wenn ich dann jetzt einen State manuell setzen würde, ich hoffe, dieses Mal kriege ich dieses verflixte Ding. Es hat gleich mit Finale alles kaputt gemacht. Aber das ist auch das Problem jetzt. Bloß kein Finale, Mann. Bloß keine Explosion. So. Ich traue mich auch jetzt gerade nicht, Donnerwelle einzusetzen, weil dann setzt es bestimmt gleich Explosion ein. Nee, zum Glück nicht. Aber dafür Funkensprung und... Fehlt mir noch zum Glück, dass es dann die Paralyse auch... Okay, danke schön, danke, danke, danke. Aber es ist immer mein Glück. Es ist immer mein verdammtes Glück. Im First Try schafft es, fast jedes wilde Pokémon oder jeder Gegner Paralyse, Gift oder Schlaf bei mir oder was auch immer für ein Kack. Ich meine, bei manchen Attacken ist es auch klar, wie zum Beispiel Konfusstrahl ist besonders treffsicher und wehe, du setzt jetzt Explosion ein, mein Freund. Am besten speed ich da, schauen wir mal, ob es klappt. Yes! Elektroball ist auch schon mein Besitz. Elektroball. Das Ball-Pokémon. Es explodiert bei kleinsten Reiten. Sein Spitzname, die Bombenkugel, spielt die Furcht der Menschen wieder. Kann ich mir auch vorstellen. Bei diesem grimmigen Face hier. Klar doch. Vor allem haben wir es auch wahrscheinlich aus seinem Schlaf geweckt, weshalb es jetzt uns gleich angegriffen hat. Ich glaube, ich nähe den Namen... habe ich dich hier schon gehabt? Ja. Du bist jetzt Ian. Genau. Ian. Ian, so. Ich weiß nicht, wenn man den Namen genau ausspricht. Kannst du mir gerne in die Comments schreiben, Ian. Das ist Super Bayern 7. Er wollte den Spitznamen Ian. Gut, und du hast jetzt den Namen. Glückwunsch, du bist jetzt ein Elektroball. Und ich habe natürlich auch bei nachgeprüft. Einige Namen sind leider dann auch doppelt geworden, weil ich habe wirklich dazwischen vergessen, einige aus der Liste zu streichen. Und ja, dann habe ich den Salat gehabt, dass einige Namen auch doppelt waren. Augenblickchen. Ach. In der einen Hand den Controller, den anderen den Stift. Das ist keine gute Kombi. So. Und ich hätte beinahe den falschen Namen durchgestrichen. So. Gut. So viel mal dazu. Jetzt müssen wir aber langsam schauen, dass wir endlich mal dort ankommen. Ich glaube, andere Pokémon gibt es nicht mehr. Das heißt, also jetzt kann ich Schutz einsetzen und ich glaube, wir haben auch schon alles erkundet. Wir müssen alle Items haben. Da ist noch was. Ui, sogar zwei. Ein Schutzschild.
dann muss ich mal schauen. Elixier, das brauche ich jetzt gerade für Dragonier. Weil jetzt habe ich keine Lust, ins Pokémon Center zurückzulatschen. Und mit Schutzschild könnte ich schon was anstellen, weil ich meine, mit Toxin in Verbindung, das ist wirklich was für die ganzen Strategen. Nur, irgendwie ist der Sound da verbuggt mit dem Schutz, weil das macht jetzt zuerst kurz und dann gar nicht. Ich höre es echt fast gar nicht. Ist wahrscheinlich wegen der ROM, keine Ahnung. Hauptsache, das Spiel funktioniert auch so komplett. Weil ein Soundbug gibt es immer irgendwo. Es gibt immer irgendwo einen kleinen Bug beim Emulator bei einem Spiel. Das Spiel ist nicht komplett vollständig, 100% auf das Original getrimmt. Na, jetzt haben wir schon 52 Pokémon gefangen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also nur noch 8 Pokémon. Möglicherweise bekommen wir den National-Pokédex sogar früher. Weil man hat mir ja gesagt, man muss 60... Also ich habe mal gehört, dass man 60 Pokémon besitzen muss, damit man den National-Pokédex bekommen kann. Ob sich das jetzt nach der Top 4 bezieht oder schon jetzt vor der Top 4, da bin ich mir jetzt nicht im Klaren darüber. Aber gut, ist nicht so wichtig. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, dass wir jetzt dieses Zapdos fangen. Da mache ich jetzt natürlich auch... Da kommt es! Zapdos! Da mache ich jetzt natürlich einen Safe State. Achtung! So. Gesichert. Und es kann losgehen. Wenn mir aber jemand sagen kann, wie ich die Safe State-Button am besten genau setzen kann, also die Abkürzungstasten, dann schreibt es bitte in den Kommis. Gut, es wird Zeit für etwas Donnerwellen-Action. Och. Kommt es wieder mit dieser Scheißattacke. Ich sag's ja, solche Attacken wie Scan und Schutzschild nützen was, wenn man das in Kombination mit Toxin macht oder Doppelkämpfen oder was auch immer. Halt in strategischen Kämpfen. Wenn man wirklich bloß auf Strategie setzt. Aber hier ist es sinnlos, finde ich. Und vor allem hat es ja auch diese bescheuerte Fähigkeit, die doppelt so viel AP braucht, dass man dann doppelt so viel AP braucht für eine Attacke. So, jetzt end. Was? Das war Zapdos! Ach, bin ich blöd! Scheiße. Ha, aber wie du mir, so ich dir. Und Dragonier kann sich im Gegensatz zu dir wenigstens heilen. So, ich versuche es erstmal mit Drachenwut ein bisschen zu... Achso, das ist Zapdos. Gut. Ich versuche es jetzt ein bisschen mit Drachenwut zu schwächen. Es kann ja zum Glück keine solchen Attacken wie Genesung oder so ein Kack, weil... Sowas kann mir echt nur am Erwischen wo vorbeigehen. Da gibt es ja einige Beispiele von Pokémon, die solche Attacken jetzt konkret einsetzen wie... Na, ich weiß auch nicht genau, was da jetzt für Pokémon sind, die immer gern Genesung einsetzen. Unter den Legis. Von denen spreche ich jetzt gerade. Ich glaube, das war schon Lugia zum Beispiel. Ja, ich denke auf Balu... Bei Lugia kommt schon hin, dass es, glaube ich, immer Genesung eingesetzt hat oder was ein anderes. Oh Mann, das bringt ja kaum was... Suchen wir noch mal Drachenwut. So, bitte. Ich hoffe, du heilst jetzt endlich mal bald deine Paralyse, weil das geht mir schon auf den Senkel. So, noch einmal ein bisschen Windhose. Ich wünschte, ich könnte schon Trugschlag einsetzen, aber ich glaube, diese Attacke gab es ja erst seit der 4. Gen. Kannst du mal diesen Kack lassen? Dankeschön, dass du dich endlich aus der Paralyse befreist. So. Jetzt schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall nichts riskieren. Oh, das sieht knapp aus. Am besten setze ich hier auch ein Safe State. Weil jetzt kommen wir wirklich zu einer ganz knappen Phase. Wenn ich jetzt eine Windhose einsetze, könnte das jetzt entweder sein Ende sein oder gleich oder nur noch so wenig KP wie nur oder nur noch ganz wenig KP übrig lassen. Trotzdem aber kann man nicht garantieren, dass das Pokémon sich dann so einfach fangen lässt, weil ich denke mal an ein ganz bestimmtes, was mich besonders kirre gemacht hat. Ja, an Lavados. Boah, dieses Pokémon hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat nämlich Ausdauer eingesetzt und ich habe eine Attacke eingesetzt, die ich sofort one-hitten könnte. Dank der Ausdauer hat es auch noch einen KP gehabt, dann habe ich es noch paralysiert und trotzdem, nach Hunderten von Hyperbällen, war es immer noch nicht drin. Das hat mich so abgenervt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht auch noch bei Zapdos der Fall sein wird. So, Achtung, Safe State! Gut,
Und jetzt wird's Zeit. Windhose! Ach komm. Hey, halt! Willst du mich verarschen, ey? Jetzt komm, Windhose, bitte. Hoffentlich, wenn jetzt nicht derselbe State geladen ist, kommt nochmal dieselbe Kack. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück ist es, bleibt es immer weiterhin völlig random. Ah! Das gibt's aber nicht! Da überlebt es jetzt einmal Bohrschnabel und dann kommt die Windhose mit einem verdammten Volltreffer. Oh Gott! Yes! So, jetzt aber setze ich noch mein Safe State. Achtung! Ja, die meisten wird es jetzt wahrscheinlich abkacken, dass ich da ständig mit Safe State rumspiele, aber. Was bringt es da, von vornherein zu fehlen und auf First Tries zu hoffen, wenn es dann... ich bin blöd, ich setze einen Superball ein, aber naja, ich kann es immer probieren. Ab jetzt sollte ich ja ein bisschen speeden. Okay, Dragonair, danke für deine Hilfe. Tschüss! Ja, natürlich setze ich nächste Pokémon ein. Hunger Games! Yes, du kannst es packen. Mit der hohen physischen Verteidigung und der Immunität gegenüber Elektrizität müsste es locker und flockig viele, viele Runden durchhalten. Okay, ich schaue sie das wirklich gerne an. Ich hätte wirklich die ganzen Pokebälle und Superbälle wegschmeißen sollen. Aber richtig verkaufen und alles weg mit dem Kack. Weil da hätte ich wenigstens doch so einige Hyperbälle bekommen können. Aber vielleicht reicht es auch so, ich setze ab jetzt mal ein paar Superbälle ein. Es ist ja schon mal vorgekommen, dass ich mal mit Superbällen ein Lege gefangen habe. Oder muss man schon extremes Glück haben? So, das wird jetzt gespeedet. Das tut mir wirklich leid, dass ich jetzt das speeden muss, aber ich will da mich jetzt nicht groß aufhalten aufhalten lassen von diesem Pokémon. Ihr seht es ja, wie es sich wehrt. Standardpede. Aber das erwartet man auch von einem Legi. Auch wenn es sehr niedrige KP hat und extrem und auch noch paralysiert ist, dann. Das heißt auch lange nicht, dass es sich. Das ist noch lange nicht die Garantie dafür, dass man dann dieses Pokémon auch garantiert fangen kann. Eieieiei. Da gibt sich ja ganz schön Mühe. Ihr seht es ja, das hätte extrem lang gedauert. Ich meine, das sieht zwar komisch aus, wenn ich da jetzt speede, aber man möge mir verzeihen. Ich will es nicht zu lange. Oh Gott. Das Hunger Games hat auch bald keine Lust mehr. Ich will es nicht so lange hinauszögern. Und ich setze gleich einen Hypertrank ein, weil ich habe keine Lust auf lange. Ich habe keine Lust auf. Ich will kein Risiko eingehen, das wollte ich sagen. Außerdem kann es ja bald sein, dass eben die AP ausgehen und das Zapdos AP ausgehen, weil es jetzt nur noch öfter einen Bohrschnabel ein. Und wenn denn jetzt die AP ausgehen, bedeutet das nur eins, dass dann eine Verzweiflungsattacke einsetzt und damit sich selbst sogar down macht. Ja, bitte den letzten Superball. Warum auch nicht? Aber wir haben Zapdos. Zapdos, das Elektro-Pokémon. Eins der legendären Vogel-Pokémon. Beim Fliegen macht es knackende und schnappende Geräusche. Yes. Damit haben wir Zapdos. Und ja, jemand ganz besonders bekommt jetzt einen Namen. Schauen wir mal. Ich habe eh nur noch zwei Namen. Ja. Mein lieber Lakaluchi LP, du bist jetzt ein Legi, ja? Du darfst den Namen eines Legi. Dein Name trägt jetzt einen Legi. Lakaluchi LP. Obwohl ich glaube, dass dieser Name eher zu grünen Pokémon passt, weil Luigi ist der gute Grün. Lakaluchi. Ich glaube, Luigi geht es nämlich nicht mal aus, oder? Nee. Dann sage ich Lakaluchi. Dann sage ich Lakaluchi. Oder? Ja, das klingt auch so. Ich sag Luigi LP. Okay, Luigi LP. Das tut's auch. Ah ja, mein LP zu News über Luigi U. Das waren noch Zeiten. Voller Qualen mit den ganzen Fails von den Hardcore-Levels. Ich meine, Dustin hat ja schon recht gehabt.
Eine so große Herausforderung ist es ja dennoch nicht gewesen. Es ist schon schwieriger als New Super Mario Bros. U geworden, aber man kann es immer noch nicht als Kaiser Mario betrachten, weil diejenigen, die vielleicht solche Noobs sind wie ich, die haben schon Probleme damit, aber der gute Dustin hat er wirklich recht gehabt, dass es dennoch nicht ganz so arg ist für die schon hartgesotteneren wie ihn. So, und jetzt können wir gleich das Kraftwerk verlassen. Vorher mal nachgucken, ob da irgendetwas ist. Es könnte sein, dass sie so fies sind und hier ein Item verstecken. Aber das haben sie nicht getan. So, und damit geht's nun weiter. Wir können endlich... Ach, ich vergesse ja, dass Goldband nicht fliegen kann. Wehe, wenn du es nicht als X-Bad kannst, dann schwöre ich dir, mein Freund, da müssen wir mal reden miteinander. Ernsthaft? Ein Goldbad und nicht fliegen? Das gab's ja wohl selbst nicht, dass Fliegen nicht kompatibel ist mit Goldbad. Ist erstens groß genug, dass es einen Menschen tragen könnte. Weil ich meine, wenn sogar ein witziges Topsy einen Menschen mit Fliegen tragen kann, warum soll es ein großes, starkes Goldbad denn nicht auch können, Mann? Aber ich würde jetzt lieber sagen, ja, lass mal den Schutz. Das war es wieder mal für diesen Part. Jetzt machen wir jetzt nämlich auf Richtung Seeschirminseln. Und ich würde jetzt sagen, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush wurde für GT9. Ich bedanke mich fürs Gucken und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder beim nächsten Mal dabei. Und ich möchte auch schnell überlegen, ob ich eh nichts vergessen habe in wichtigen Themen, ob ich irgendwas noch nicht komplett ausgesprochen habe. Nein, ich denke nicht. Und wenn dann, fällt es mir bestimmt im nächsten Part wieder ein und dann kann ich wieder darauf eingehen. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und tschüss, Leute.